Das Überarbeiten einer Website ist extrem wichtig. Ernest Hemingway hat schon gesagt, dass die erste Version von dem Inhalt eigentlich fast immer Schrott ist. Das heißt, wir müssen unsere Inhalte überarbeiten. Ich will dich im heutigen Video dazu motivieren, indem ich dir ein paar Perspektiven zu diesem Thema Überarbeiten gebe. Viel Spaß! Eins meiner absoluten Lieblingsthemen: Besuche deine Website regelmäßig selbst. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, aber ich will es an der Stelle betonen, weil du damit automatisch deine Website überarbeitest. Du gehst auf deine Website drauf, du versetzt dich in deinen Besucher, liest Dinge durch und schaust einfach, wie kann ich das noch überzeugender machen? Wo kann ich vielleicht Texte kürzen? Kann ich vielleicht bessere Testimonials bringen? Kann ich noch andere Fragen und Antworten stellen? Besuche deine Website regelmäßig selbst. Man muss es nur machen und automatisch überarbeitet und optimiert man. Punkt 2: Entmüllen. Wir denken oft darüber nach, ja, was können wir noch für ein Angebot entwickeln? Können wir vielleicht noch was über uns schreiben? Können wir vielleicht auf der Startseite nochmal eine besonders gelungene Referenz reinmachen, etc. Und wir übersehen, dass dabei alles immer komplexer und größer wird. Dabei wirkt oft Minimalismus besser. Eine schlanke Website, die sich wirklich darauf konzentriert, auf was es ankommt, ist oft wirkstärker. Und eben gerade am Anfang sind oft Websites schlank und konzentrieren sich aufs Wesentliche, und dann mit der Zeit werden die immer größer, auch die Angebote werden komplexer und so weiter und so fort. Und deswegen lohnt es sich mal, mit dem Bewusstsein vom Entmüller auf die Website zu gehen und einfach mal drauf zu gehen und sagen, okay, brauche ich diese drei Sätze überhaupt? Kann ich vielleicht mit statt fünf Referenzen nur drei Referenzen hernehmen, die aber perfekt auf meine Problemlösung passen und genau das zum Ausdruck bringen, was ich kann? Oder hier wichtige Fragen und Antworten, auch das wird normalerweise immer mehr im Laufe der Zeit. Ja, klar haben die Kunden bestimmte Fragen und Antworten, aber es ist da auch sinnvoll, sich auf die wenigen wirklich wichtigen Fragen zu kümmern. Gerade bei den Angeboten, eben auch da tendiert man natürlich dazu, zu sagen, oh ja, jetzt habe ich noch mal eine Idee, was ich noch anbieten kann. Aber oft ist auch da Minimalismus viel, viel besser, und es lohnt sich mal drüber nachzudenken, brauche ich ein bestimmtes Angebot, was vielleicht gar nicht so oft gebucht wird überhaupt. Da gibt es sehr bekannte Redner, die haben wirklich nur einen einzigen Vortrag im Angebot. Und ja, das sind oft die erfolgreichsten, und die verstanden haben, dass es eben nicht darum geht, viel anzubieten, sondern genau das Richtige. Und dann wird man wahrnehmbar mit seinem Angebot, und auch eine Website, die minimalistisch daherkommt, wird wirksamer. Jetzt noch zu einem Spezialthema, nämlich Blogs. Viele denken, ich muss ständig neue Inhalte produzieren, aber das stimmt nicht. Du musst gute Inhalte produzieren. Das wird immer wichtiger, dass deine Inhalte wirklich fundiert sind, dass auch ein Video drin ist, dass ein Inhaltsverzeichnis drin ist, dass die eine gewisse Länge haben und so weiter. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, ständig neue Inhalte rauszuschießen. Die gehen nämlich unter, weil sie einfach nicht die Qualität haben, die man braucht, um in Google nach vorne zu kommen. Und es ist gut, mit einem Inhalt rauszugehen oder auch Inhalte zu produzieren. Ich habe das hier zum Beispiel auch in den letzten Jahren gemacht, dass ich so und so viele Inhalte produziert habe. Aber jetzt
gibt es bei mir wirklich ein Mindshift und ich produziere fast keine Inhalte mehr. Außer ich habe wirklich das Gefühl, ich muss jetzt über irgendwas wirklich unbedingt schreiben. Aber ganz oft gehe ich einfach durch meinen Blog durch und schaue, oh, was finde ich, was inspiriert mich gerade? Was war ein guter Inhalt, den ich geschrieben habe? Und dann aktualisiere ich diesen Inhalt und überarbeite den und optimiere den und gucke noch, was kann ich vielleicht noch zusätzlich an Gedanken reinbringen. Oft schaue ich mir dazu auch an, welche Inhalte werden am meisten gelesen. Wie viele Seiten, wenn jetzt hier ein Inhalt zum Beispiel viele Aufrufe hat, dann lohnt es sich natürlich auch nochmal richtig da reinzugehen. Dann mache ich es auch oft noch so, dass ich einfach dann das Datum anpasse. Ist ja nicht mal gelogen. Es ist ja so, dass ich optimiert habe, dass ich überarbeitet habe und dann sage ich eben, hier überarbeite ich einen Inhalt und bringe ein aktuelles Datum mit rein, weil das ist ja total wichtig. Ein Riesenproblem, was man ganz oft sieht, man hat einen Blog und der letzte Blogartikel ist dann irgendwie vom Dezember 2021. Das ist eine Katastrophe. Man kommuniziert damit, dass man eigentlich nicht wirklich up-to-date ist und nicht wirklich Inhalte produziert. Und das ist ein Riesenproblem. Also man darf nicht, nur weil man wenige Inhalte produziert, sollte man darauf achten, dass trotzdem der letzte Blogbeitrag auch ein aktuelles Datum ist oder auch die letzten Beiträge aktuelle Datum hat. Das ist auch noch total wichtig. Also Fazit: Ihr müsst nicht ständig neue Blogbeiträge schreiben, optimiert eure alten, macht die besser, schaut, welche werden gefunden und gelesen und die optimiert ihr und passt dann das Datum entsprechend an. So habt ihr immer einen aktuellen Blog, der auch immer besser gefunden wird. Und als letzten Punkt bei einer Überarbeitung will ich noch eine Methode noch ansprechen. Und zwar, manchmal ist es auch sinnvoll, einen Inhalt ganz neu zu schreiben. Also man überlegt sich zum Beispiel, wir haben jetzt eine Über-uns-Seite oder eine Über-mich-Seite. Und jetzt will ich einfach mal das Ganze neu machen. Dann empfehle ich euch Folgendes. Schreibt den Inhalt neu, aber natürlich speichert unbedingt die alte Seite ab. Denn wenn ihr den neuen Inhalt geschrieben habt, dann empfehle ich euch, den alten Inhalt herzunehmen und dann zu gucken, welcher Inhalt ist wertvoll im alten Inhalt und ich habe ihn im neuen noch nicht drin. Das heißt, es ist gut, ab und zu auch mal ganz innovativ zu sein und neu zu denken, aber es wäre schade, wenn ihr bei diesem Prozess dann wertvolle Inhalte sozusagen verliert. Und das ist noch mein letzter Tipp, eben für den Fall, dass ihr mal ganz neu denkt und schreibt und gestaltet. Überarbeiten lohnt sich, das war die Botschaft dieses Videos, ihr müsst es nur machen. Es hat wirklich nur Vorteile, ihr spart euch sogar Zeit, weil es viel schwieriger ist, neue Inhalte zu kreieren, als bestehende Inhalte zu optimieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob es einen Wert für euch hat, was ihr euch zukünftig wünscht. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. So werde ich glücklich. Bis bald.